Wie du mit Manifestation und System dir finanzielle Freiheit aufbaust. Darum geht's heute und dazu mag ich dir eine Geschichte vorlesen, heute die ich vor vielen Jahren zum ersten Mal gehört habe und die bei mir sehr viel verändert und bewegt hat. Vielleicht kennst du die Parabel von der Pipeline. Vor einigen Jahren versiegte der Dorfbrunnen eines italienischen Dorfes am Fuß der Brussen. Pablo und Bruno, zwei starke junge Männer, erhielten von den Dorfältesten den gut bezahlten Auftrag, Quellwasser vom Berg ins Dorf zu bringen. Und nach wenigen Tagen meinte Pablo, dass sein Körper durch diese stupide Tätigkeit zu stark beansprucht wird. Bruno sah das anders. Er war froh, dieses Geld zu verdienen. Viele würden ihn um diesen Job beneiden. Eines Abends machte Bruno einen Vorschlag. Du, lass uns eine Leitung bauen, die das Quellwasser direkt ins Dorf bringt. Wann sollen wir das denn noch machen? So ein Quatsch. Etwa nach Feierabend? Pablo nickte und wollte Bruno seinen Plan erklären. Doch dieser hielt das für eine Spinnerei. Und Pablo sagte, na gut, dann mache ich es eben allein. Er besorgte sich vom verdienten Lohn entsprechendes Gerät und begann am folgenden Tag mit der Arbeit. Es war mühseliger, als er es sich gedacht hatte. Bruno suchte nach der Wasserträgerei das Wirtshaus im Dorf auf, ließ sich feiern und schmiss großzügig Trinkrunden. Und über Pablo lachten sie nur. So bescheuert kann man doch gar nicht sein. Tagsüber Eimer schleppen und abends eine Leitung bauen. Ein Jahr ging ins Land und beide machten die Arbeit sehr zu schaffen. Bruno schleppte sich immer gebückter ins Gasthaus. Auch Pablo sah man die Last an, doch seine Vision gab ihm genügend Kraft. Auch kam er immer schneller voran. Die Hälfte der Strecke hatte er schon gebaut. Nun kam ihm das Wasser bereits ein gutes Stück entgegen. Die Zeit fürs Tragen wurde weniger. Die Zeit zum Bauen der Leitung nahm dagegen zu. Und nach wenigen Monaten war es dann soweit. Die Wasserleitung war ans Dorf angebunden. Die Menschen versammelten sich, staunten, lachten und tanzten vor Freude. Nun war Pablo der Held. Ein Mann mit Weitsicht. Einer mit unbeirrbarem Durchhaltevermögen. Er soll unser Bürgermeister werden. Alle waren voll des Lobes. Nur Bruno brummte verbittert. Und jetzt beginnt er, ohne etwas zu tun, verdient er. Daraufhin sprach eine junge Frau das aus, was sich viele dachten. Du hattest die gleiche Chance. Nur du warst dir dafür zu schade. Einige Tage später, Pablo konnte es kaum mit ansehen, wie Bruno, der nun keine Arbeit mehr hatte, zum Gespött der Mitmenschen wurde. Bruno, sagte er zu ihm, wir waren doch Freunde. Ich kann und will nicht zeitlebens hier neben der Leitung sitzen und auf die Silberlinge zählen. Ich habe eine neue Vision. Bruno war unsicher, als er Pablos Vorschlag hörte. Lass uns ins Land gehen und den Menschen anderer Dörfer lehren, wie sie eine solche Leitung bauen. Wie sie ihre Familien mit Wasser versorgen, ihre Wiesen bewässern. Ich habe nun alle Erfahrung, habe die Baupläne und kann dieses Wissen weitergeben. Bitte, Bruno, begleite mich. Nach anfänglichem Zögern schlug Bruno ein und sie machten sich auf den Weg. Überall wurden Leitungen gebaut. Pablo und Bruno erhielten einen kleinen Obolus aus jedem Liter, der in die Dörfer floss. Auch als sie längst nicht mehr arbeiteten, erhielten sie ein regelmäßiges Einkommen, einen passiven Verdienst. Diese Geschichte ist aus dem Buch Die Parabel von der Pipeline von Burke Hedges. Und vielleicht hörst du es im Hintergrund, es regnet heute zum ersten Mal nach vielen Wochen. Sonnenschein und Trockenheit in Paraguay regnet und tropft auf den Fenstersims. Wir sind sehr dankbar um den Regen, um das Wasser und diese Geschichte von dieser Pipeline, die habe ich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal gehört und für mich hat sich damit total viel verändert.
Ich habe mir ein sehr gutes passives Einkommen aufgebaut. Ich bin jetzt seit 5 Jahren auf Weltreise, genieße derzeit, wie gesagt, Paraguay und habe einfach verstanden, was es bedeutet, nicht nur Zeit gegen Geld zu tauschen. Wie ist es bei dir? Mal ganz ehrlich, bist du Pablo oder Bruno? Wer bist du jetzt im Moment? Aber vor allem, wer möchtest du gerne sein? Und ich glaube, wenn du jemand bist, der erfüllt und frei leben möchte, auch finanziell frei leben möchte, dann braucht es in meinen Augen zwei Dinge. Es braucht nämlich beides, diese Manifestation, diese Vision von Bruno, die einen durchhalten lässt, auch wenn es mal herausfordernd wird. Denn es ist definitiv anfangs Arbeit in Anführungszeichen. Es ist eine Veränderung von Glaubenssätzen, von Bewusstsein. Es ist etwas tun, was man bisher so nicht getan hat. Also es erfordert etwas. Es braucht diese Manifestation und es braucht ein System. Und es braucht in dem Ganzen natürlich Klarheit, was du überhaupt wirklich möchtest. Wie du dir dein Leben vorstellst, wie du wirklich leben möchtest. Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, wie würdest du leben wollen? Wäre es so wie bei uns jetzt hier gerade in Paraguay? Oder fühlst du dich da, wo du bist, wohl und möchtest einfach nur mehr Zeit haben für deine Familie oder Hobbys? Was möchtest du wirklich? Oder magst du einfach in dich investieren, weiterbilden, weiterlernen? Was ist es, was du möchtest? Und es braucht natürlich vor allem Vertrauen in dich und das Universum, denn du bist der Schöpfer deiner Welt. Du kannst dir alles manifestieren. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch einüben darf. Und natürlich braucht es auch ein klares, einfaches System, bei dem du eben die Eimer nimmer selber schleppen musst, sondern eine Leitung baust, bei der Geld fließen darf. Und vielleicht nicht nur eine Leitung, sondern auch mehrere Leitungen. Und ich biete dazu immer am ersten Dienstag im Monat ein kostenfreies Live-Online-Meeting zum Thema Cashflow an. Ich gebe dir auch gerne den Link rein, wo du die Gruppe findest oder die Infos findest. Du kannst gerne mit dabei sein. Und für diejenigen, die spüren, ja, das ist gut, etwas zu wissen, etwas an der Hand zu haben. Aber ich möchte gemeinsam unterwegs sein. Wenn du mit anderen gemeinsam dein Einkommen steigern möchtest, ein System aufbauen willst, dann sei gerne auch in unserem Freedom Club dabei. Oder wenn du magst, natürlich auch sehr gerne ein persönliches Gespräch, wie du für dich deine persönliche Pipeline aufbaust. Die Geschichte von der Pipeline hat in meinem Leben viel verändert. Ich habe damals auch den Film dazu gesehen, das ist sowieso ein Zeichentrickfilm. Mir hat es einiges klar gemacht und ich habe es manifestiert und ich habe es umgesetzt. Und nicht nur ich, sondern ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und ich erlebe, was das, oh, jetzt ist mein Ohrring runtergefallen, was das für eine Veränderung ins Leben bringt. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ein glückliches, erfülltes und auch finanziell freies Leben. Deine Amata. Und denk immer dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht.